Hallo und herzlich willkommen bei Duftlady. Eben war UPS da und hat mir eine Partybestellung gebracht. Das war eine Live-Party bei einer ganz lieben Gastgeberin, die sich auch viele Prämien aussuchen durfte. Und ich habe gedacht, wir packen das jetzt zusammen aus. Allerdings habe ich gerade eben schon aufgeschnitten und habe festgestellt, dass die Kamera gar nicht läuft. Also nicht wundern, dass das Paket jetzt schon offen ist. Ja, passiert. Wir gucken aber jetzt zusammen rein. Wir haben die große Tüte, die ist auch noch zu, also ich habe noch nicht geschnuppert. Sensi packt die Duftbars zurzeit richtig gut ein mit Kühlakku, damit sie gut geschützt sind. Werden wir gleich reingucken. Genau, und dann fangen wir einfach mal an. Es wurde bestellt im Scentpack in French Lavender. Lavendel ist eigentlich so die Duftrichtung, die ich bei Scentpack am meisten verkaufe. Ganz viele Leute hängen das hier in ihren Kleiderschrank und hier eben French Lavender. Es war aber ein Dreierpack. Moment, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Genau, es wurden noch zweimal Chamois Thyme bestellt. Wirklich, das ist der meistverkaufte pures Lavendel. Ja, ich liebe die Scentpack. Auch ganz, ganz oft verkaufe ich die jetzt zur Reisezeit. Die Leute packen die in den Reisekoffer. Die Wäsche duftet natürlich herrlich dann, wenn man im Urlaubsort ankommt. Man kann sie vor Ort in den Schrank hängen und hat dann einfach ja, gut riechenden Schrank. Man weiß ja nicht, was da vorne im Schrank war. Vielleicht standen da ein paar stinkige Schuhe. Und deswegen guter Duft unterwegs und natürlich auch bei der Rückreise. Also absolute Empfehlung. Meine Jungs bekommen jetzt nach den Sommerferien auch wieder ein neues Scentpack in die Sportbeutel. Dann haben wir ein Kaba Black Raspberry Vanilla. Bin ich gespannt, was die Kundin sagt. Ich hatte selber Black Raspberry Vanilla noch nicht als Kaba. Bin aber von der Duftblume in diesem Duft absolut begeistert, weil die ewig, ewig riecht. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was sie über die Duftdauer dazu sagt. Weil ihr wisst ja, unsere Kabas riechen ewig. Aber es gibt immer ein paar Düfte, die riechen extra lange. So, Luna hatte ich persönlich auch schon. Ein richtig, richtig schöner Duft. Aber ich glaube, da müssen wir nicht erklären, den kennt jeder. Luna geht einfach immer, ne? Also ich glaube, jeder liebt Luna. Dann haben wir einen Mini-Ventilator. Ich muss sagen, auf dieser Party wurden echt viel Ventilator und Ventilatorprodukte bestellt. Den dürfen wir sicher auch schnell aufmachen. Andere Produkte habe ich mir jetzt hier gerichtet, um euch mein Exemplar zu zeigen. Mini-Ventilator. So sieht das Ganze aus. Die Kundin hat grau gewählt, gibt es in verschiedenen Farben. Ist auch ein Kabel dabei, also funktioniert nicht ohne Kabel. Steckt dann einfach ein. Könnt ihr dann mit dem Handy-Ladegerät direkt in die Steckdose stecken, in Laptop oder zum Beispiel mit der Powerbank unterwegs. Ganz viele nutzen ihn aber auch mit Adapter oder wenn sie direkt USB-Anschluss haben im Auto. Und dann passt das genau in welcher Halter. Einfach ein Duftpott rein und sofort guten Duft genießen, also klein, handlich, auch hier eine lebenslange Garantie auf die Elektrik. Da macht man auch bei diesem Preis wirklich nichts falsch und hat einfach guter Duft unterwegs oder auch zu Hause, ne, am Laptop. So, das war das Slate. Dann haben wir natürlich dafür oder insgesamt viel Munition für die Ventilatoren. Wir haben Duft. Ich glaube, die Gastgeberin hat sich auch ein 3er oder ein 6er Paar von den Prämien geholt, gratis. Pineapple Mango, ja, der klassische Mango-Ananas-Duft, braucht man nicht viel dazu sagen. Zitrisch, lecker. Geht jetzt, glaube ich, aber im Herbst aus dem Katalog ist so eine richtige Fruchtbombe. Passend zur Jahreszeit. Auch hier wieder Black Raspberry Vanilla, unser Klassiker, dunkle Beeren und Vanille. Aber ein Fan dabei. Coconut Lemongrass ist zurzeit, glaube ich, der Duft, den ich am häufigsten als Pots verkaufe. Für mich geht Kokosnuss etwas unter. Für mich duftet er einfach nach Zitronengras. Lecker, erfrischend nach Zitronengras. Ja, also es dominiert Zitronengras. So ganz leichte Kokosnote hat er aber. Dann wurde bestellt Lemon Sorbet. Ich glaube, das ist der zweithäufigste Duft aktuell. Der ist etwas zuckriger. Also hat kein Zitronengras, sondern dafür zu den zitrischen etwas ja, süße. Auch sehr, sehr beliebt zurzeit. Und dann kommt natürlich wieder Luna, unser Jasmin-Duft, den jeder mag. Also
Auch hier als Putz. Ich glaube, jeder liebt Luna. Luna habe ich immer drin im Flur als Wachs, wenn ich nicht weiß, was der Besuch haben möchte. Dann wurde noch ein Disney-Duft bestellt. Die sind ja immer recht beliebt. Und zurzeit also ist der auch sehr, sehr beliebt. Das ist der Winnie-Pooh-Duft. Oh, ja. Also bin ich jetzt echt begeistert. Ich glaube, den muss ich auch mal wieder reinmachen. Ja, also ich glaube, lege ich mir auch mal wieder als Wachs ein. Habe ich vernachlässigt, muss ich echt sagen. Dann hat sie genommen als Halbpreis ein Sensi Go. Packe mal jetzt nicht aus, ist etwas aufwendiger. Habe ich aber meinen schon bereitgestellt, um es euch einfach mal wieder zu zeigen, weil ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr über den Go gesprochen. Go ist unser Akkuprodukt mit Duftpots. Ihr erinnert euch, Duftpots, haben wir eben gezeigt, sind diese kleinen Gitter mit Duftkügelchen gefüllt, in Duftöl getränkt. Die werden auf den Ventilator gelegt, könnt ihr hier zwei reinpacken für intensiveren Duft. Das heißt, ihr könnt auch Düfte mischen, wenn ihr unterschiedliche Sorten einlegt. Mir reicht meistens eines. Wird auch hier mit dem mitgelieferten Kabel geladen und dann könnt ihr das unterwegs einfach anschalten. Passt in Becherhalter vom Auto. Sieht aber auch richtig gut aus, zum Beispiel wenn ihr eine Grillparty habt, auf dem Tisch. Gibt es mit und ohne Licht bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit, schaltet sich nach 3 Stunden sogar automatisch ab, dass euch der Akku nicht leer geht und unten habt ihr so einen Farbwechsel. Könnt aber jede Lieblingsfarbe auch feststellen, wenn ihr sagt, ich will nur eine bestimmte Farbe oder ihr benutzt den ganz ohne Licht, spart dann auch etwas Akku. Also wie gesagt, Duft sofort. Für alle zum Beispiel, die keine Steckdose haben in bestimmten Zimmern oder im Treppenhaus, auch ihr könnt Duft genießen. Also ich habe den wirklich oft in der Handtasche unterwegs. Im Auto habe ich ihn eher weniger. Da habe ich einen Mini-Ventilator, da habe ich meinen Kaba. Aber ihr wisst, auch hier passt es natürlich in Becherhalter vom Auto. So, dann haben wir zwei Duftlampen. Auch hier habe ich sie schon mal bereitgelegt, meine, damit wir sie nicht auspacken müssen. Die Pink Mirage wurde bestellt mit 3 Duftbars im Kombinieren und Sparen. Wo habe ich jetzt meine hin? Ah ja. Lieb ich. Das ist so ein richtiges Bonbon. Guck da, muss mal näher dran. Seht ihr das? Dieses gesprenkelte, leicht durchsichtige leuchtet dann. Kann man natürlich auch mit bunten Birnen benutzen. An- und Ausschalter ist bekannt. Kann man drehen und also das ist so eine richtig schöne Farbe. Habe ich auch selber oft in der Küche, ich glaube, habt ihr schon auf Videos gesehen oder auch im Flur hatte ich sie schon. Eine meiner aktuellen Lieblinge aus dem aktuellen Katalog, kam jetzt neu diese Saison dazu. Dann haben wir die Astiza, gucke mal schnell rein, habe ich mich jetzt gerade nicht griffbereit, auch wenn ich sie besitze, aber ich habe ja nicht so viele Steckdosen, um alle immer zu benutzen. Die hat so 1000 Nadelstiche und stellt euch mal vor, es ist dunkel und das Licht scheint dadurch. Richtig, richtig schönes Muster. Also gefällt mir auch echt gut. Gibt es auch in groß. Jetzt habe ich gedacht, es klingelt schon wieder. Ne, hat nicht. So. Dann haben wir noch 2 Wandventilatoren. Noch die Base dazu. Moment, ich werde mal zwischenspeichern, bevor mein Video weg. So, das ist mir nämlich letztens passiert. Ich habe ein Video gemacht und geredet und geredet und dann hat es auf einmal abgebrochen. Deswegen habe ich gedacht, ich speichere jetzt schnell zwischen. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal die Hälfte safe. Wobei, ja, ich glaube, es ist über der Hälfte. Es wurde noch einmal, glaube ich, als Halbpreis genommen und einmal bestellt. Es gibt auch ein Sparangebot dafür. Ventilatoren. Wir haben einmal das schwarze Spin mit Licht. Ich zeige es euch gleich noch. Und einmal haben wir da weiße ohne Licht. Ich zeige euch, was das bedeutet. Ich habe nämlich mal meiner gerichtet. So sehen unsere Ventilatorprodukte aus. Anders wie die Duftlampe haben die das Licht nicht oben am Schirm. Ihr seht, der Schirm ist nicht durchsichtig. Die haben das Licht unten. Das heißt, dieses Muster wird auf euren Boden projiziert oder wenn ein Kopf überhängt, an die Decke. Das ist nämlich das richtig Coole daran, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe eine Steckdose im Bad und muss immer ein- und ausstecken, wenn ich zum Beispiel das Rasierapparat oder das Kletteisen einstecke und meistens ist genau dann das Wachs flüssig,
könnt ihr auf ein Ventilatorprodukt zurückgreifen. Da Pots drin sind, habt ihr das Problem im flüssigen Wachs nicht. Ihr könnt jederzeit ein- und ausstecken. Oder eben, wenn er sagt, ich habe einen Lichtschalter direkt über der Steckdose, könnt ihr ein- und ausschalten, ohne dass ihr immer um den Schirm rumfassen müsst. Ja, ich rede vom Badezimmer, ihr merkt's. Ich habe ihn nämlich selber im Badezimmer, auch in der Gästetoilette. Super praktisch, man drückt auf den Knopf und hat Duft sofort. Bei der Duftlampe 20 Minuten ungefähr, bis das Wachs geschmolzen ist. Und bei den Ventilatorprodukten einfach Duft sofort. Intensiver Duft sofort. Hier könnt ihr auch mit zwei Pots arbeiten. Ihr stellt die einfach übereinander. Könnt die Düfte mischen natürlich. Auch hier nehme ich persönlich nur einen Duft. Mir reicht das von der Duftintensität. Aber ich finde die auch echt, also mega. Wie gesagt, wir haben in jedem Badezimmer einen, ersetzt bei uns die Raumsprays. Wir haben jetzt neue Sensi-Raumsprays, die haben wir natürlich auch in Gebrauch. Aber davor gab es ja nichts gut Duftendes. Und deswegen, also Ventilatorprodukte, Duft sofort auch für alle Tierbesitzer. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Unsere Katze muss immer dann ins Katzenklo, wenn es gerade klingelt. Ja, einmal auf den Knopf gedrückt und bis der Besuch durch die Tür ist, habt ihr einfach guten Duft. Haben wir aktuell auch noch ein graues Design und wie gesagt ein schwarzes und ein weißes. Super stabil, auch im Wohnmobil, auf Reisen, da passiert nichts, da geht nichts kaputt. Und ja, da hat sich auch die Gastgeberin einen zum halben Preis gegönnt. Gehen wir zu den Duftbars. Müssen wir noch aufschneiden. Ich heb die Tüte immer auf. Falls ihr bei der Sammelbestellung mitbestellt bei mir, wenn ihr Porto sparen wollt über mich und ich das dann zum günstmöglichsten versicherten Tarif weiterschicke, verwende ich natürlich auch Kühlakkus und Tüten, da ist das Kühlakku drin und dann werden die auch nochmal benutzt. So, eine Kundin hat sich bestellt Sunshine Mango und Amazon Rain, einer meiner Lieblingsdüfte, Kokos. Ja, er ist, glaube ich, Kategorie frisch, aber er ist einfach gemütlich mit Kokosnuss und mit Melone. Ist kein typischer Melonenduft, also jetzt nicht wie Watermelon Tangory. Müsst ihr unbedingt mal probieren, also ist ein Klassiker. Liebe ich auch als Putz. Starburst Sky wird bestellt, ein recht süßer Duft. Gibt es aktuell auch als Körperpflege. Auch hier haben wir wieder Coconut, Lemongrass und das Zitronengras mit einem Hauch Kokosnuss. Passend zur Jahreszeit. Oh, Pink Sugar. Das ist eine Fruchtbombe. Und ich finde, der riecht auch ewig und intensiv in der Lampe. Also könnt ihr auch anfangs mal vorsichtig dosieren. Ihr könnt unsere Wachswürfel immer hochkant halbieren und dann nachlegen. Nur wenn er nicht mehr duftet, dann bitte nicht nachlegen, dann austauschen, weil sonst verdünnt er das Ganze nur. Aber wenn er jetzt vorsichtig anfängt mit Duften und dann sagt, okay, ich gucke mal eine halbe Stunde, wie es sich entwickelt, dann könnt ihr natürlich auch nachlegen in die großen Lampen. Ich zeige euch mal. Ups. Da passen sogar bis zu 4 Wachswürfel. Das steht immer unten drunter. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Hier steht eine 4. Und die kleinen bitte nur 1,5 Würfel. Aber da könnt ihr echt mal mit diesem Duft könnt ihr vorsichtig anfangen. Wieder Lemon Sorbet. Unsere gezuckerte Zitrusversion. Cherry Lemonade. Kirsche. Ich glaube, Kirschstöpfe haben wir gerade richtig schöne. Bamboo and Rainfall, das ist ein bisschen aquatischer, sehr, sehr grüner Duft. Mir schon ein Ticken zu grün, aber schon echt, ja, mal angenehm. Und wenn man so grüne Düfte mag, perfekt. Ah, da haben wir ihn wieder. Unseren, den hatten wir schon als Potz, unseren Disney-Duft. Also den müsst ihr auch mal ausprobieren oder fordert eine Probe bei mir an. Ich habe den auch offen da. Das ist ein richtig schöner Disney-Duft. Wirklich. Dann haben wir nochmal Lemon Sorbet und ihr seht, es ist alles tippitoppi angekommen, trotz den Temperaturen. Fiesta Lime, aktuell im Bar-Comeback. Den gab es ganz lange, glaube ich, in der Schatztruhe für, als Spülmittel, als Putzmittel, war auch super beliebt. Und jetzt gibt es ihn als Duftbar. Da haben sich auch richtig viele drüber gefreut. Das ist so Zitrone. Ingwer, echt gut.
Müsst ihr mal probieren. Und auch etwas Zitronengras, aber lang nicht so zitronengrasig wie jetzt unser, wo haben wir denn? Habe ich ihn hingedeckt? Wir hatten hier noch gerade irgendwo, Coconut Lemongrass. Also lang nicht so Zitronengraslastig, Fiesta Lime. Und dann haben wir, das ist auch schön, Sleeping Poolside. Erinnert mich auch ein bisschen an Amazon Rain. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn da auch ein Hauch Birne drin wäre. Leicht aquatisch. Also auch ein richtig, richtig schöner Duft. Auch den könnt ihr gerne als Probe anfordern. Lieb ich. Ja, das war die Homeparty-Bestellung mit den ausgesuchten Prämien. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will Sensi auch gratis und zum halben Preis, schreibt mich an. Ich verschicke auch meine Dufttestertasche. Dann können wir zusammen eine WhatsApp-Party planen, eine Facebook-Party planen oder ihr sammelt einfach auf euren Shopping-Link. Richtig coole Sache. Und dann, ja, bei 295 Euro Umsatz oder mehr in einem bestimmten Zeitraum, den verrate ich euch gerne per Privatnachricht, könnt ihr dann bei mir gratis shoppen. Schreibt mir einfach eine Nachricht, ihr findet meine Nummer im Banner. Das war's. Ich freue mich wie immer über ein Like. Ist sehr, sehr wichtig für mich. Ihr wisst, dann werde ich auch Leuten angezeigt, die meinen Kanal noch nicht kennen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr dabei wart.